Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos und der heutige Zoo, der kommt von Geeks und Geeks hat das Ganze am 2.1.2020 eingesendet und schreibt natürlich auch eine E-Mail dazu. Hey Dandy, mein Name ist Kilian und ich würde dir gerne mein Zoo einschicken. Dieser heißt Zoomania und basiert darauf, so natürlich wie möglich zu wirken. Um der Frage direkt aus dem Weg zu gehen, im Zoo sind keinerlei Workshop-Objekte verbaut. Außerdem gibt es einen Rundgang. Am Ende des Rundgangs wirst du vielleicht einige Texturfehler entdecken. Ich finde zurzeit und auch in naher Zukunft nämlich keine Zeit, den Zoo weiterzubauen und habe daher schnell das erste von 4 Gebieten fertiggestellt, welcher der Zoo eigentlich vor der Einsendung enthalten sollte. Insgesamt beträgt die Bauzeit ca. 24 Stunden. Genug geredet, viel Spaß beim Anschauen. Das sind wahre Worte, ich würde sagen, wir starten jetzt in dein Zoo. Und da sind wir in Geeksys Zoomania angekommen. Ich habe den Zoo übrigens gerade wieder eröffnet, weil er war geschlossen und die Gästeanzahl auf 500 begrenzt. Und ja, damit wir zumindest so ein bisschen das Feeling haben, dass auch andere Besucher da sind. Oh, das ist der Eingangsbereich. Willkommen, Zoomania. Auch interessant, mit so einer schönen Höhle, mit so ein bisschen begrünt. Finde ich coole Idee. Hieß der letzte Zoo nicht auch Zoomania? Lustiger Zufall. Oh, Bahn und Tropen. Du hast ja gesagt, du hast einen Bereich fertig. Also ich gehe mal davon aus, dass wir heute einen Tropenbereich zu sehen bekommen. Finde ich cool. Oh, wie schön das aussieht. Oh, mit der aufgehenden Sonne. Dann hier die Bäume. Mega schön. Also richtig schöne Tropenoptik hier. Das Gewässer hier, die Seerosen. Und hier diese fallenden Blätter. Das ist, glaube ich, auch so eine... Wie heißt denn das? So eine Düse ist das, glaube ich. Warte mal, gibt es die nicht hier bei Bau? Ich habe schon ewig nicht mehr gebaut bei Blende zu. Kommt da irgendwie gar nicht zu zeitlich. Fallende Blätter, genau. Das müssten die eigentlich sein. Finde ich mega cool. Das ist auf jeden Fall richtig atmosphärisch, wenn man sowas einbaut. Coole Idee. Sieht aber schon sehr vielversprechend hier aus, die Landschaft. Sehr schön gestaltet. Hinten ist sogar ein Wasserfall. Cool. Aber ich würde sagen, da die Bahn hier direkt am Eingang ist, könnten wir eigentlich direkt damit fahren, oder? Ja, komm. Let's go. Und da geht's direkt los. Aus diesem schönen Holzhaus mit Strohdach geht es los auf eine wilde Tour. Oh, ist da sogar ein Gehege oder sind das normale Wege? Ne, sind normale Wege. Ah, hier unter uns sind Flamingos. Oh, schaut mal. Wie cool. Direkt beim ersten Gehege vorbei. Auch sehr schön hier mit diesen Anken. Ich höre hier gerade irgendwie Schweine oder sowas. Ich glaube, hier waren irgendwo Warzenschweine. Sieht auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus hier mit den Wasserfällen und so. Nicht schlecht. Aber hier sieht man schon, also hier hast du noch nicht weiter gebaut. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also wenn ein Zoo dann nicht fertig wird, ist das völlig in Ordnung. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, ein Themenbereich reicht völlig aus. Weil sonst kriegt man einfach irgendwann schlechte FPS. In deinem Zoo habe ich nämlich jetzt gerade zum Beispiel 80 FPS. Mega angenehm. Zum Spielen. Sieht aber schon schön gestaltet hier aus. Oh, hier ist auch fließender Fluss. Und ein Wasserfall. Oh. Oh, hier ist auch ein Wasserfall. Oh, wie schön. Oh, jetzt geht es mir gerade ein bisschen zu schnell. Also die Wasserverläufe, da waren richtig nice. Also ich glaube, das Wasser fließt hier runter, dann hier der Fluss und sowas. Können wir uns ja gleich nochmal angucken. Hier ist gerade so eine kahle Stelle. Wir gehen mal kurz hier raus. Schauen nochmal zurück. Genau, hier startet das Wasser. Hier fließt dann das Wasser runter mit dem Wasserfall. Und hier fließt dann so ein kleiner Fluss entlang. Sehr schön. Hier sind dann so schöne Stromschnellen. Das sieht schon echt gut aus. Nicht schlecht. So, wo ist der Zug? Ah, fahr nicht ohne uns. Wir fahren einfach mal mit dem Zug mit. Hier auch sehr schön gestaltet alles. Oh, hier schweben ein paar Felsen. Da ist wohl was mit Copy-Paste bisschen schief gelaufen. Oh, hier auch. Okay. Ja gut, kann passieren. Hier ist auch eine schwebende Palme. Ja, wenn es schnell gehen muss, ne? Aber hier ist es wieder sehr schön. Sehr schöne Tropenoptik hier. Aber überall diese fallenden Blätter hast du, glaube ich, eingebaut. Mega schön. Kann auch sein, dass das normal vom Spiel ist, aber habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen. Mit diesen fallenden Blättern. Oh, schaut mal, hier ist auch ein richtig schönes Gewässer noch. Mega nice aus. Und hier ist dann nochmal ein Wasserfall.
Und auch nochmal ein kleines Gewässer. Ich mag diese Kombination aus Seerosen und diesem Schilf sehr gerne. Sieht echt gut aus. Und dann diese Tropenfelsen. Ist allgemein viel mit Wasser gearbeitet. Das gefällt mir echt gut. Okay, hier geht's dann zurück. Das heißt, so viel haben wir gar nicht verpasst. Warte mal, ist das ein anderer Wasserfall? Ja, das ist ein anderer Wasserfall hier. Oh, sehr interessant. Sieht auch echt gut aus, der Wasserfall, so finde ich. Natürlich hätte man hier noch so ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können, aber schlecht ist er auf jeden Fall nicht. Hier fehlt vielleicht so ein bisschen das Plätschern oben auf dem Felsen. Aber hier ist das schon sehr gut gemacht. Und hier oben hättest du vielleicht auch noch ein bisschen mehr abdecken können. Hier diesen Übergang. Ja, ist schon recht cool. Müsste aber ein anderer Wasserfall sein. Ah, stimmt, hier. Der war hier hinten. Oha. Okay, ich spoiler gerade voll viel vom Zoo. Wir gehen mal hier wieder zurück und laufen hier weiter. Kann man den umbenennen? Ne. Mitarbeiter, wo seid ihr? Wo sind sie, wenn man sie braucht? Da läuft einer. Okay. Egit Camp. Perfekt. Ich frage mich gerade, ob wir es so dunkel lassen sollten. Oh, wir machen mal hier Tag-Nacht-Wechsel. Jetzt sollte eigentlich die Uhr weiterlaufen, oder? Oh, ich hoffe. Werden wir gleich sehen, ob es heller wird oder nicht. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in den Tropenbereich. Ich bin sehr gespannt. Information, Rundgang und Tropenimbiss. Ja, wir gehen natürlich zuerst zur Information. Schauen wir mal, was es da für uns zu wissen gibt. Oh, sehr schön dekoriert hier. Ja, guten Tag. Ich hätte gern einen so einen pixeligen Zoowegweiser. Oh mein Gott, ist die Auflösung schlecht. Dann hätte ich so ein Umhängeding, damit ich überall nirgendwo anstehen muss. Und so ein Headset. Und was gibt's hier noch? Ein Regenschirm. Und schöne Musik. Da, da, da. Finde ich aber cool, dass du hier diese Holzhäuser mit Strohdach gebaut hast. Passen sehr gut zu dieser Tropenoptik. Und das hier müsste der Tropenimbiss sein. Auch sehr schön aus. Hm. Ich weiß nicht, ob ich hier die Sitzbänke so gerne mag. Ich glaube, die wären mir ein bisschen zu nah an dem Geschäft dran. Wenn sich hier dann eine Schlange bildet, dann fühlt man sich, glaube ich, voll bedrängt beim Essen, oder? Hm. Kann doch sein, dass ich mir einbilde. Oh, hier geht es sogar ins Gehege rein. Ja, Schildkröten. Cool. So, wir gehen jetzt aber zurück, weil wir wollen den Rundgang erleben. Läuft die Uhr weiter? Nee. Okay, jetzt ist hell. Jetzt läuft die Uhr auch weiter, okay. Wenn ich jetzt zurückspule, läuft sie nicht mehr weiter. Ah, lassen wir mal die Uhr einfach jetzt so weiterlaufen. Passt schon. 13 Uhr, wird dann gleich wahrscheinlich schon dunkel. So, wir gehen den Rundgang entlang. Also das mit der Tropenbewaldung hast du echt gut hinbekommen. Echt nice aus. Ich finde es auch völlig in Ordnung, dass du dann ab und an mal so ein asiatisches oder afrikanisches Element hier eingebaut hast. Finde ich jetzt nicht störend. Rundgang. Oh, hier sind auch noch Toiletten. Also alles da, was man braucht, wenn man in einem Zoo ankommt. Oh, hier ist schon das erste Gehege. Ah, ein begehbares Gehege, ich verstehe. Ach, das ist das, wo wir gerade reingelugt haben schon. Das Schildkrötengehege. Ist die tot oder schläft die? Okay, die schläft nur, Gott sei Dank. Die schläft aber in einer komischen Liegeposition. Hm. Hier kann man auch nochmal reinschauen. Und Rundgang. Ah, okay. Hier geht's jetzt rein. Hey, ich dachte, das sind die Aldabras. Ehrlich gesagt. Sind das die Galapagos? Ne, Aldabra. Okay. Weil da stand gerade ein Schild. Galapagos-Schildkröten. Kann natürlich sein, dass wir da gleich auch noch hinkommen. Auch sehr schön hier dieses Vordach. Direkt von dem Haus abgebaut. So, weiter geht's. Rundgang. Bonobos. Wo geht's jetzt hier lang? Nochmal sehr schön dekoriert hier mit den ganzen Pflanzen und Felsen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir müssen jetzt. Wir sind hier rausgekommen. Rundgang, der führt uns dann hier entlang. Wenn ich das richtig interpretiere. Rundgang Bonobos. Ja, hier wollten wir lang. Hier haben wir dann auch das Bonobo-Schild. Und hier können wir die dann sehen. Durch eine riesige Glasfront. Oha. Okay, das ist krass. Oh, da klettert er gerade hoch. Wie cool.
Bonobos sind auch cool. Oh, die haben voll das große Gehege. Schaut mal. Die können sogar noch hier oben hoch. Da komme ich nicht mal hin. Können hier gefühlt den ganzen Berg hochklettern. Richtig cool. Und da sitzt auch einer. Ach, da können die dann auch noch hoch. Und dann da in der Höhle und sowas noch. Sehr interessant. Ah, jetzt gibt's Futter. So eilig, wie er es hat. Sieht zumindest so aus. Jetzt aber schnell da runter. Nom nom. Nom nom. Gucken wir mal. Geht er denn hin? Ich glaube, er wollte nur zu mir. Oder auch nicht. Ist ja auch egal. Das sind auf jeden Fall die Bonobos. Wir gehen weiter. Nochmal ein schönes Schild. Oh, hier ist nochmal ein Personaleingang. Das müssten, oh, ich kann es kaum sehen, Zwergflusspferde sein und Bonobos. Personal hat aber auch einen sehr schönen Eingang hier. So eine richtig schöne Höhle. Unterm Wasserfall. Klingt schon sehr idyllisch. Liebe das Wasser, so ein plätscherndes Wassergeräusch. Ich kann tatsächlich auch sehr gut entspannen und schlafen, wenn es regnet. Also bei diesem Regengeräusch. Ein Rundgang. Das wirkt schon sehr schön hier alles. Sehr tropisch, wenn man sich das so anguckt. Von der Pflanzung her. Was haben wir denn hier? Hier sind die Zwergflusspferde, die wir gerade gesehen haben. Auch hier mit dem Wasserfall, den wir vorhin schon gesehen haben. Das ist, glaube ich, jetzt das Ende des Wasserfalls. Und das endet in so einem Fluss, so wie es aussieht. Ja, tatsächlich. Oh, hier ist auch ein Zwergflusspferd, mitten im Wasser. Die sind ja auch putzig, ne? So richtig klein und dick. Ne, hier sind wieder fallende Blätter. Ich frage mich echt gerade, ne, die sind tatsächlich mit diesen Düsen. Da, schaut mal, da ist die Düse. Hätte es vielleicht hier so ein bisschen mehr rein verstecken müssen. Aber ich wollte schon sagen, das habe ich so noch nie gesehen. Finde ich aber eine richtig coole Idee. Also ich finde, das macht echt nochmal so ein bisschen Atmosphäre her, dass da so Blätter runterfallen. Wir machen auf jeden Fall jetzt mal hier Tag-Nacht aus. Machen einfach mal auf 13 Uhr ungefähr. Und dann passt das soweit. Wir gucken natürlich hier nochmal kurz das Gehege ein bisschen an. Hier schlafen die so. Können die sich auch gut zurückziehen vor den Menschen. Oh, ein ganz solides Gehege. Kann man auch sehr gut beobachten. Schön natürliche Ränder hier eingebaut. Da oben fährt auch der Zug. Wir gehen weiter. Das hier die... Ja, okay. Ich habe mich nicht verlaufen, Leute. Alles gut. So, genau. Wir sind jetzt wieder hier am Eingang sozusagen. Hier war die Information und hier geht der Rundgang weiter. Hier haben wir nochmal Zwergflusspferde, Bahn und Ausgang. Rundgang. Wir gehen nach hier oben. Kann man nochmal auf die Zwergflusspferde runterschauen, wenn man das möchte. Wenn man dann hier was sieht. Ach, da sind sie. Auch sehr gut gemacht, dass man von allen Seiten auf die Flusspferde gucken kann. Hier vorne waren aber auch noch die Flamingos. Genau, hier unten. Da schwimmen sie gerade alle. Mal sehen, was sie jetzt machen an dem... Oh, die springen da sogar hoch. Ja, jetzt gedacht, die schwimmen einfach da durch. Das sieht schon bescheuert aus. Wieso die Lemminge? Alle folgen dem hier. Oh, er fliegt sogar hoch. Das war jetzt aber elegant. Nicht schlecht. Ja, auch sehr cool. Schön gestaltet. Rundgang. Okay, wir müssen sogar hier links. Das wir hätten sowieso hier geguckt. Und hier kommt schon das nächste Tier. Was haben wir denn hier? Oh, Giraffen. Und Warzenschweine. Da unten planschen sie. Genießen das. Giraffe schläft leider gerade. Ach, da hinten ist auch noch eine. Die schläft nicht. Wir erlauben uns mal einen kleinen Spaß. Da haben wir eine riesige Giraffe. Guck mal die Zunge an. Er wacht jetzt auf und denkt so, oh mein Gott, hast du zugenommen? Komm, wir machen ihn auch dick. Oh. Ich finde das bei Giraffen ja cool, ne? Aber auch sehr schön gestaltet hier. Sehr tropisch. Kann man auch nochmal rüber gucken, wie die einfach aussieht. Das ist so bescheuert. Yay. Und du hast echt darauf geachtet, die Barrieren alle
möglichst natürlich wirken zu lassen. Finde ich cool. Ist hier so Baumstämme und sowas hingelegt. Oh, hier kann man nochmal richtig nah an den Flamingos dran sein. Ja, hier fehlt vielleicht so ein kleiner Zaun oder sowas. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr Klippen. Sieht hier irgendwie noch sehr unfertig aus. So. Rundgang Bongos. Oh, wir gehen jetzt zu den Bongos. Ja, alles klar. Jetzt wolltest du mich hier aber tricksen, wa? Bin mal so frei. Hä? Ist das jetzt nicht gespeichert? Ach ne, ich muss hier auf den Pfeil drücken. Guck mal, ich kann gar nicht mehr bauen. So, jetzt ist richtig rum. Ah, und hier ist auch noch einer eingesperrt. Aber auch sehr cool. Schöner Zaun hier. Ist zwar auch alles so ein bisschen afrikanisch, aber ich finde, es passt ganz gut. Man ist hier wirklich mega nah dran an den Tieren. Schon fast wie so ein Streichelzoo. Ich könnte meine Hand ausstrecken und hier diesen Bongo streicheln. Wenn er denn Lust hat, er legt sich erstmal schlafen. Aber schöne Tiere. Rundgang, Bahnausgang, Sumpfimbiss. Wir gehen zum Sumpfimbiss. Den haben wir hier. So, kann man sich nochmal was holen. Und hier ist dann auch alles so ein bisschen sumpfiger. Also das mit den fallenden Blättern hast du überall durchgezogen. Finde ich cool. Rundgang. Ende des Rundgangs. Okay, das ging schnell. Ausgang. Wie, war das jetzt schon ein Zoo? Sah irgendwie von oben größer aus, wenn ich ehrlich bin. Okay, hier ist noch viel Deko und sowas. Ich glaube, wir haben hier noch einiges zu erkunden. Ich glaube, das machen wir aber dann von oben. Ja, hier ist nochmal ein schönes Gewässer, ein Wasserfall. Ausgang. Das heißt, wir würden jetzt hier zurückgehen. Ja, hier waren wir vorhin. Okay, wir schauen nochmal von oben. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Das sah nämlich größer aus von oben. So, schauen wir doch nochmal. Boah, ich glaube, das ist alles Deko hier, die Bäume. Die Berge. Deshalb kam uns das auch wahrscheinlich größer vor. Ja, das sind alles Mitarbeitereinrichtungen hier. Personal. Ja, aber krass, dass du hier noch so die Landschaft überall gestaltet hast, obwohl da gar nichts ist. Nicht schlecht. Und bis hier oben können sogar die Affen. Hier haben sie nochmal eine Höhle. Ich glaube, wir haben wirklich alles gesehen. Hier waren wir auch, ne? Ne, hier waren wir nicht. Ja, schau mal einer an. Feldschenke, da waren wir nicht. Personal, geht's da wieder hoch? Hier sind auf jeden Fall Mandrills. Die haben wir nämlich nicht gesehen. Wollte schon sagen. Da chillen die so ein bisschen. Auch so ein schönes Berggehege. Und dann geht's... Ach, das ist jetzt hier bei den Flusspferden, ne? Ich glaube schon. Ich sehe sie leider gerade nicht. Ach ja, hier unter Wasser sind sie. Das heißt, ich hätte einfach hier oben weitergehen müssen. Dann hätte ich das Mandrill-Gehege auch gesehen. Und hier ist dann einfach nochmal so ein bisschen Imbiss und so weiter. Personal. Ach, schade, du hättest hier auch mal so einen Eingang machen können, wo man dann unterirdisch sich die Affen und sowas angucken kann. Also, wo die dann schlafen und sowas. Das hätte ich cool gefunden, wenn du hier noch so ein bisschen unterirdisch für die Besucher was gebaut hättest. Aber ich glaube, ansonsten haben wir alles gesehen, ne? Ich glaube ja, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. War natürlich jetzt relativ kurz, aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Der Zoo ist echt cool, wenn man sich den so von oben anguckt. Ja, definitiv. Hat richtig viel Spaß gemacht. Geeksy war der Name, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank fürs Einsenden auf jeden Fall. Ich würde sagen, Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Geeksy fandet. Und falls ihr mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung stehen dazu alle Infos. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.